Meine Aura. Ja. Ich muss mal zum Flug gehen. Es ist der 17. August 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Atemlos durch die Nacht. Dann haben wir das Niveau der Messung. Herzlich willkommen aus Sarah. Wie heißt das? Nicht? Oh Gott. Ja. Siebese. Ja. Egal, vom Potsdam 2018, sind wir gerade live auf der Bühne mit einem hochmotivierten, aber wenn auch gleich etwas aus der Zeit geratenen Team. Und dieses Team besteht diesmal aus meiner Linken aus dem wunderbaren Lars. Hallo Lars. Hallo allerseits. Wie geht's dir? Ja, das Potsdam kann nur gut gehen. Dann. Bekommst du Luft? Ja, mehr als du gerade. zur Erklärung, ich musste gerade noch einen Besorgungsgang machen. Die Erde hat ein wenig gebebt. Ich hoffe, bei irgendwelchen Seismografen ist jetzt kein Ausschlag. den Skal. Na gut, auf jeden Fall sind jetzt alle Requisiten hoffentlich da. Und aber nicht zu den Requisiten zählt der gerade etwas nicht so ganz frisch wirkende Sebastian. Hallo Sebastian. Alles gut. Alles Hallo. Gut, alles gut. Ja. Alles gut. Das war nur ein kurzer Gainer. Ja. Ja, wir haben ja für die Audio-Zuhörer. Ja. Wir haben ja vorhin schon eine kleine Einführung hier in die Veranstaltung gegeben. Da hast du ja zugegeben, dass du tatsächlich auch gelegentlich mal schläfst. Wahrscheinlich ist das die Vorstufe dazu. Genau, ich mache mich schon mal. Bereite sie schon mal drauf. Weil es im Regal geht besser als im Sendegarten. Boah. Hier ist ein Schnarchenmuseum, ne? Du sagst es unter dem Tisch, es ist sehr schön dunkel. Also ja, aber das sind meine Füße, da willst du nicht sein, das sage ich dir. Okay, das Niveau ist wirklich heute unter. Unter besonderen Bedingungen, sagen wir es mal so. Und damit das nicht ganz so schlimm wird mit uns drei Kerlen, haben wir uns eine Gästin eingeladen, die Lara. Hallo, hallo. Lara. Hallo. Du sitzt auf unserer virtuellen Gartenbank. Du kennst das ja vom Sendegarten vielleicht. Ja, ja. Ja? Klar. Da. Holen wir mal so ein bisschen aus den Podcasterinnen und Podcastern heraus, gucken mal, wie die Leute so sind oder wer sie halt nicht so sind. Genau. Bist du zum ersten Mal? Nee, bist gar nicht beim ersten Mal. Quatsch. Potsdam. Was bedeutet Potsdam für dich? Fangen wir mal so damit an. Was bedeutet Potsdam für dich? Ganz viele Podcaster, will ich jetzt mal ganz pragmatisch zu sehen. Viele tolle Leute. Willst du nur sehen? Also wenn da jetzt eine Mauer wäre, so ein Glaskasten oder so, so ein Aquarium, die machen genau, alle. Genau, bitte alle ins Aquarium. Das würde dir reichen. Nein, ich rede auch gerne mit ihnen. Das ist auch okay. Nee, ganz viele Worüber? Tolle. Verschiedenes. Podcasts über andere Dinge. Ich habe mir jetzt keine Liste gemacht. Ja, aber vielleicht so aus dem Stand, so aus dem Hut, aus dem Flamenk, also aus der Hüfte. Also die zwei Podcasts, mit denen ich heute schon geredet habe, sind beide Teil meines neuen Podcasts. Und so gesehen das haben wir... ja, das gilt jetzt nicht, die sind ja, die gehören ja dabei. Aber das sind gerade die zwei Beispiele, die mir in den Sinn gekommen sind. Sonst habe ich diverse Leute schon begrüßt. Aber und dem armen Daniel, dem Pumpelfalter, habe ich meinen Käse in die Hand gedrückt. Das sah ganz perplex aus, aber dafür ist jetzt der Käse gekühlt, weil wir, das darf ich vielleicht sagen, dann morgen auch noch so Guerilla-mäßig eine Käsekeller-Folge machen. Guerilla-mäßig? Ja, Guerilla-Käse? Ja, also das stimmt zumindest. Aber ich habe gelernt, dass man Käse drücken kann und dann schützt er. Ja. Manchmal auch nicht, manchmal ist er dann noch trocken ledrig. Ja, okay, da kommen wir gleich zu. Das haben wir alles auch schon. Ja, da ist schon durch, okay. Stadien, ja. Wunderbar, wunderbar. Ein Wort vielleicht noch zu Potsdam selber, hier diese Veranstaltung in Sibbese, in der Nähe von Hildesheim, 2018, jetzt in der fünften Durchführung. Ja, liebe Zuhörende, wir holen ein bisschen von dem, was wir gerade schon hatten. Ist ja eine andere Aufnahme, ist ja ein anderer Kanal. Und ich sehe gerade, ich wollte ein Wort zur Deko sagen, was wir hier so aufgefallen haben. Vor dem Tisch liegen ganz wunderbare Sendegärten, die gebaut wurden, einmal von der Dela und einmal von der Vera, Verkügtheiten und Dela saß da, einmal in Wolle und einmal in Küken.
ganz, ganz großartig, das können wir jetzt leider hier nicht zeigen, den Sende, die man sieht, die auf unserer Webseite zum Beispiel aber auch. Und um nochmal die Tradition des Podstocks aufleben zu lassen, was der Sebastian da gerade zusammenbaut, das ist ein, wir haben den genannt, Sendebaum, nicht Sendebaum, Kabelbaum. Ein Kabelbaum, den der Rhein-Mai seinerzeit, da ist er, wann war das, 2015? Nee, vor zwei Jahren. Hast du uns den gebracht, hast du uns eine Kabelkunde mitgebracht und hast anlässlich dieser Kabelkunde diesen Kabelbaum gebaut und ich finde den einfach so schön, dass ich ihn immer wieder mitbringe und ich finde, also der ist einfach schön. Du hast aber schon ein bisschen was verloren von dem Kabel. Nein, da ist alles drin. Sicher? Ja. Dann war der nicht vollzählig. Ich guck dann mal danach. Nee. Da sind welche doppelt gehängt. Ja, guck mal, da, aber mich verantwortlich haben, ne, ist klar, ist ganz... Ja, auch Baumschmücken will gelernt sein. Baumschmuck ist ja auch eine Art von Garten sozusagen. So, also die Deko nochmal, also, und wir haben hier mitgebracht noch eine Sorgenkanne, das ist unser spezielles Sorgentelefon sozusagen, wir haben es schon mal nicht angeschlossen, aber wenn ihr irgendwie dem Sonnengarten etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr dann später gerne in diese Sorgenkanne sprechen oder zum Beispiel auch in die Kommentarspalten unseres Webseite-Dings reinschreiben. So. In der Reihenfolge unseres, also vielleicht noch für alle die den Sendegarten nicht kennen, es ist nicht immer ganz so chaotisch wie heute. Wir schaffen es auch fast immer, ohne technische Fehler, pünktlich zu beginnen. Du hast schon wieder fast gesagt. Wir schaffen es immer, ohne technische Fehler pünktlich zu beginnen. Nein, das ist auch falsch. Das sag ich, aber dann Sebastian, zwischen fast und nie und immer. Ja, wir wollen uns die Sendung jetzt durchgehen. Ja, dann fang an. Alles fangen am Anfang. Wir holen das Archiv hoch. Warte, Gott, das geht dann los. Nein, also der Sendegarten ist, wer sagte es mal, Boulevard? War das Ayuwo? Ich glaube, Ayuwo hat es gesagt. Es ist eine Boulevard-Sendung. Eigentlich das, was wir am wenigsten wollen eigentlich, aber es hat sich einfach so ergeben, indem wir nämlich über das Podcastland reden. Es gibt da so eine gewisse Historie noch aus der Podunion heraus. Rico Lüthi hat da seinerzeit mal die Podunion, das Podunion-Magazin ins Leben gerufen. Das ist irgendwann... lange längliche Geschichte, brauchen wir hier nicht aufzurollen, ist das was nicht mehr existent. Es war aber schade, denn dieses digitale Lagerfeuer, wie wir das gerne nennen, oder Gartenfeuer oder wie nennt man das? Feuer. Ja, Feuer. Die digitale Feuerschale. Oder so. Der digitale Feuerkorb. Auch das. Flammenwerfer, Feuerkorb. Das drastisch wohl. Das ist zu viele Bilder. Mach einfach weiter. Wunderkerze. Die digitale Wunderkerze. Oh. Nicht gut? Doch, das ist so gut. Das digitale Aluminiumfeuer. Das hat uns gefehlt und dann, oder mir jedenfalls, mir hat das gefehlt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch weitermachen. Und dann hat es diesen Sendegarten gegeben als 14-tägige Magazinsendung mit Themen rund ums Podcast, Podcastland. Ein Einzelgärtner ist natürlich ein bisschen langweilig, schöner ist es im Team. Wir haben mit einer fünfköpfigen Gruppe angefangen, die hat sich so ein bisschen durchmischt. Einige sind in so einer Art Pausenstatus. Da ist, wie Tim immer so schön sagt, das Leben dazwischen gekommen. Da gibt es einfach andere Themen, die wichtiger sind. Und im Moment sind eben Sebastian und Lars, die mit mir gemeinsam das hier hauptsächlich tun, aber nicht ausschließlich. Das kann sich immer mal ein bisschen ändern. Wir haben so ein bisschen eine Struktur, dass wir uns über die eingegangenen Kommentare der letzten Sendung austauschen. Meistens geht das kurz. Ist das richtig, darf ich das sagen? Meistens kurz? Fast immer. Darfst alles sagen, was du möchtest? Ja, aber dann korrigierst du mich hinterher. Ist ja jetzt die Qualitätskontrolle. Ja. Ja? Nein? Vielleicht? Such's dir doch aus. Okay. Ich bin schon ziemlich platt. Ja, du hast den Kabelbaum gebaut. Ich lasse dich jetzt. Ja, genau. Wunderbar.
Und ja, dann reden wir einfach. Und das Besondere an den Sendungen ist in der Regel, dass wir einen Gast oder eine Gästin dabei haben, um einfach mal zu fragen, was ist denn eigentlich in seinem oder ihrem Garten, Sendegarten. Das Gartenmotiv ist insofern interessant, weil wir alle, wenn wir von dem Wort Garten hören, haben wir irgendeine Vorstellung. Ich kann mit jedem Menschen das Wort Garten besprechen. Aber was wir damit verbinden, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Der eine hat seinen Obstgarten, der andere seinen Ziergarten, ein dritter hat vielleicht nur Steine da, weil es ein Steingarten ist oder so ein Meditationsgarten oder so. Also Gärten gibt es unendlich viele Formen. Und so ähnlich ist es ja in Podcasts und Podcast-Formaten auch. Also ich kann mit Lars, wie war dein Name noch? Sehr erleichtert gerade. Ich war ja so gleich. Ich kann mit Lars beispielsweise über Podcasting sprechen, ich kann aber auch mit jemand anderem über Podcasting sprechen, also über Podcast sprechen, und beide können was komplett Verschiedenes verstehen. Ja, der eine meint eine vierstündige Labersendung und der andere hat vielleicht nur einen Einwort-Podcast oder der macht einen geht's noch? Ja. Ein politisches Format, wo wirklich Pfeffer dahinter sitzt und die anderen machen vielleicht eine philosophische Abhandlung von Themen, die zeitlos sind. Das ist also sehr, sehr breit gestreut und insofern ist Garten und Podcast und Podcast eben so schön breit, dass man es benutzen kann. Deswegen ist dieser Name unter anderem entstanden. Willst du noch ein bisschen was zu Podstock sagen? Kannst du nochmal aus? Irgendwas kann ich aus Florenz wegbringen. Irgendwas Spezielles oder Allgemeines jetzt? Was möchtest du hören? Wir sind in der fünften Durchführung, haben wir gerade gehört. Ja. Die ersten zwei hat der Branko gemacht, auch nicht ganz alleine. Nee, da waren noch andere dabei. Genau. Sven Menke und Chris. Chris. Ja, egal. Christian Cordes. Oh, 100 Punkte. Hier. Wunderbar. Danke. Mag ich zwar nicht, aber okay, so. Die kamen von einem Hörertreffen von Tim Pritlaff und Holger Klein aus den Ruhrwiesen, aus den Rheinwiesen, ja, genau. In Düsseldorf. Und waren so begeistert von der Stimmung, die da geherrscht hat. Und haben gesagt, sowas müsste man konservieren, das müsste man öfter machen. Und kamen dann auf die Idee, sowas wie Woodstock für Podcaster zu bauen. Genau, das war der Grundgedanke und dann irgendwann kam Branko halt auf mich zu und dann hat auch gesagt, so, das findet halt statt und dann habe ich da zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ich war glaube ich auf dem ersten Podlove Publisher Workshop, genau so war es. Noch damals, was jetzt Subscribe heißt. Such's dir aus. Genau. Und dann dann war ich da zum zweiten Mal unter Podcastern und Podcasterinnen. Mhm. Und dann hat Branko irgendwann aufgehört, weil das Leben dazwischen gekommen ist und hat gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hast du einfach gesagt, ich fand das so toll, ich möchte das jetzt weiter. Das ist ja schade, wenn das stehen bleibt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's mal weiterzumachen. Und bis jetzt bin ich guter Dinge, das auch noch, also nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal zu machen und dann ja, von Jahr zu Jahr mal zu gucken, wie das Leben so läuft. Ich meine, bei mir kann ja auch irgendwann mal was dazwischen kommen, dass es irgendwie nicht mehr so läuft, aber Sebastian the Machine. Never ending. Ja, genau. Nee, also klar. Bin ja auch nur ein Mensch. Nicht nur ein Mensch. Deswegen mögen wir dich, weil du ein Mensch bist. Genau. Ja, also das vielleicht ganz kurz zum Resümee, was ist Podstock eigentlich? Also das ist ein Zusammentreffen von Podcasterinnen und Podcastern. Viele haben gefragt, was ist denn der Unterschied zu Subscribe, wenn man sich da trifft? Und die einfache Antwort, die ich immer gerne gebe, ist, bei der Subscribe wird gearbeitet und ein bisschen gefeiert und beim Podstock wird nur gefeiert. Viel gefeiert und ein bisschen gearbeitet. Also das ist so, also der Schwerpunkt liegt einfach auf einer anderen Ebene sozusagen. Es ist ja nicht so, dass hier nicht gearbeitet wird. Ja, doch. Wenn ich mir die Bühne so anschaue und überlege, wie viele fleißige Hände hier irgendwelche Traversen gebaut und Scheinwerfer angebracht haben und Strippen gezogen und Pegel eingestellt, sodass ich den Lars auch verstehen kann. Was? Entschuldigung, aber ihr habt den Tisch weggezogen. Das zieht noch nach, das wirkt noch nach von der. Ihr habt aber dieses Jahr nicht gesungen, oder? Nein. Schade. Ja, es gab keine Themen. Das sind immer so die spontanen Sachen, die man nicht wiederholen kann. Ne? Ja, dabei hätte ich das vorbereitet gehabt. Aber nein, siehst du, das spontan vorbereitet. Ja, genau. Ja.
Ja, das ist also hier unser Podcast und wir dürfen mit dem Sendegarten hier live vor Ort sein. Das ist ja immer besonders schön, dass man den Herrschaften dann auch mal in die Augen schauen kann. Ja. Ja. Oder in die Ohren. Nicht so, das ist ja... Sonst kann ich immer mein Mikro runterdrehen, dann merkst du gar nicht, dass ich gehe. Dass du schnarchst. Heute fällt das natürlich sofort auf. Ja. Ja. Und wir holen uns dann einen Gast oder eine Gästin, das ist ein offizielles deutsches Wort, auch wenn ich immer wieder ein bisschen darüber stolpere, aber Gästin ist tatsächlich ein offizielles deutsches Wort. Findest du das okay? Oder ist das kannst du mich auch das nennen? Ja? Das ist auch Lara okay. Nennen. Oder also, Lara. Lara ist da, Lara ist gekommen als Mensch auf der Gartenbank, virtuelle Gartenbank. Wir sagen immer, das ist eine Gartenbank und dann, wir hatten auch schon mal tatsächlich eine, letztes Jahr, glaube ich, aber da haben wir drauf gesessen und nicht der Gast, das war sehr witzig. Es hat andersrum als so gedacht. So, Lara ist da und dann gehen wir einfach auch mit ihr auf die Gartenbank und gucken hör mal so, wer Lara denn eigentlich ist. Ja, liebe Lara, du nennst dich die Auslandsschweizerin, weil du eine Schweizerin bist. Ja, korrekt. Ja. Korrekt. Immer noch, ja. Ah, ich habe da was gelesen und höre da schon was, aber da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Was treibt dich denn überhaupt zum Podcast? Wann hast du denn zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt und warum? Meine erste Podcast-Erfahrung ist jetzt dann bald 3 Jahre her, am 1. Oktober 2015 war das damals, die erste Folge von Das Leben als Auslandsschweizerin, mein Personal Podcast. Das Leben als Auslandsschweizerin, genau, in Deutschland dann. Also genau. Du hast im Prinzip die Erfahrungen, die du in diesem komischen Land mit den Menschen, die nicht die Berge kennen, gemacht hast. Naja, ein bisschen Berge kennen wir schon. Ja? Frag mal Sebastian, frag mal Lars. Ja, in ja. Berge? Ihr würdet es wahrscheinlich eher so als Hügel oder Sandhaufen bezeichnen. Sandhaufen? Du wohnst aber auch in einem Land, wo man mittwochs schon sehen kann, wer samstags zu Besuch kommt, oder? Ja. Der ist uralt, den hat man noch mal schon erzählt. Also bitte, das ist jetzt nicht auf mein Hitz gewachsen. Letzte Woche ist er dann bei uns angekommen. Also, ja, gut. Ja. Die Schweiz klingt ja eigentlich immer sehr, das sind die selbstständig, die kann sich verteidigen, das sind die also irgendwie ist Schweiz, hat Schweiz immer so ein bisschen, ja, da das man möchte das so ein bisschen bewundern eigentlich. Und jetzt gehst du aber da weg, aus dem tollen Land Schweiz, das für viele auch ein Ziel ist, gehst du weg. Warum denn eigentlich? Was hat dich denn in der Schweiz vertrieben? Also damals vor über 8 Jahren war es damals mein erster Job und mein erster Freund. Das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und er hat in Deutschland gelebt und ich habe gesagt, okay, ich muss sowieso einen Job suchen, so nach der Ausbildung und dann habe ich mir einen Job in Deutschland gesucht. Und in der Schweiz verdient man doch so viel komm. Ja, in manchen Branchen mag das stimmen, aber in der Bibliotheksbranche, wo ich gearbeitet habe, ist das nicht unbedingt der Fall. Okay. Ist das jetzt nicht, das ist jetzt nicht der hochbezahlte Job im IT-Wesen oder so. Also es war halt einfach Bibliothekarin und wie gesagt, da war halt die Liebe und dann habe ich halt einen Job in Essen gefunden. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Im Ruhrpott, oh, ja. Los. Ja, genau. Es war ziemlich ein Kulturschock. Weil nein. Ja, ich hatte so die Vorstellung, ich bin wirklich mehr oder weniger auf dem Dorf aufgewachsen in der Schweiz und hatte dann so die Vorstellung, hey, du gehst in den Kursen. Großstadt, wo alles cool ist, du hast die Konzerte direkt um die Ecke und dann bin ich in Essen gelandet und gemerkt, so ja, wenn du aufs Konzert gehen willst, musst du immer noch nach Köln und es ist alles doch nicht so ganz cool und ja, großstadtmäßig und ja, es war ein ziemlicher Kulturschock. Ich konnte mit der Mentalität der Leute auch nicht so ganz was anfangen, ist doch schon ziemlich anders. Kannst du die in 2 Sätzen beschreiben? Was ist? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Ruhrpottler haben wir auf dem Potstock. Ich möchte danach noch leben. Ich weiß nicht, es war halt so diese ja, muss halt und so ein bisschen, das hat ein Ruhrpott und da kannst du nicht so viel erwarten. Und das war so ein bisschen, weiß nicht, es war mir ein bisschen zu engstirnig und ein bisschen zu mürrisch und so. Es war schon halt. Ja, spannend. Das ist ja eigentlich, normalerweise sagen wir, oh, das sind immer ganz lockere Leute, die sind total offen und da ist alles egal und easy going und so weiter. Und das ist mal ein ganz anderer Eindruck. Schön. Ja.
Das war damals so ein bisschen mein Eindruck, ja. Und dann habe ich dann meine Stelle gewechselt. Entschuldigung, was ist so mit Distanz? Ich weiß, dass Schweizer eher so reserviert sind, so ein bisschen kühl und man braucht auch relativ lange, um mal so ein bisschen da so in die engere... Quasi die Japaner von Europa, ja. Mhm, genau. Und der Roboter ist ja eher so, man muss sich den vom Leibe halten, sonst kommt der einen gleich so in die Pelle gekrochen, ja. Ja, ja. Hast du so wahrgenommen auch? Oder? Ja, also was war dein Standardspruch, dass er dich in Ruhe lässt? Oder die Frau, das muss ja kein Mann sein. Tatsächlich hatte ich den nicht. Also ich habe einfach versucht, da irgendwie klarzukommen. Ich hatte einen sehr guten Arbeitskollegen, der hat mir sehr viel erklärt, wie das so ein bisschen, der war wirklich geborener Essener und hat mir so vieles erklärt, so ja, wie das hier funktioniert. Und das war dann so ein bisschen einfach. Irgendwann mal gewöhnst du dich ein bisschen auch daran. Aber es war halt schon anders, die Mentalität der Schweizer, ja. Und dann hast du eine Weile im Ruhrpott gelebt und dann hast du gesagt, also das ist jetzt aber auch nicht so. Ja, also ich hab einen Job gewechselt. Etwas Besseres als den, dann finden wir überall so. Ne? Genau, ja. Also ich habe einen Job gewechselt. Ach ja, so, klar. Und habe dann in Nürnberg gelebt, so ungefähr ein halbes Jahr lang. Und in Ansbach gearbeitet. Nürnberg war super, also an dieser Stelle, Nürnberg ist richtig toll. Ansbach ist wirklich Mittelfranken und da war ich dann wirklich der Exot. Und das war komisch, weil ich dachte so, ja, also Bayern... Und die Schweiz, die sind jetzt nicht so weit auseinander und ich kenne mich doch mit den alten Völkern ein bisschen aus und musste dann so erkennen, dass ich so mit meinem Akzent und mit meinem vermutlich Auftreten, keine Ahnung, so wirklich angeeckt habe. Und so hieß, mehr als im Ruhrgebiet? Ja. Ach. Und das war schon sehr merkwürdig. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, hätte niemals gedacht, dass Leute, von denen ich immer so dachte, dass sie den Schweizer eigentlich doch sehr ähnlich sind, dass die mich dann eher ablehnen würden. Aber ja, das war merkwürdig. Und dann habe ich dann auch gesagt, ich möchte was anderes machen, habe das Abendgymnasium gemacht, bin zurück nach NRW, aber dann nach Düsseldorf und habe da 3 Jahre dann das Abendgymnasium gemacht. Düsseldorf ist nicht Ruhrgebiet, ne? Ist klar. Ja, ganz anderes, Das ist eine richtige Großstadt. Landeshauptstadt. Ja, auf die Schweizer Verhältnisse. Da fahren gepanzerte Limousinen hin und her. Genau. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich halt nach dem Abitur noch ein bisschen gearbeitet, noch ein bisschen gereist und dann bin ich dann wieder jetzt übergesiedelt nach Wiesbaden. Das war im April 2017 für mein Studium, da bin ich seither. Aber die Hessen sind auch speziell irgendwie, oder? Es geht. Geht? Es geht. Also ich finde, Wiesbaden ist zwar jetzt nicht unbedingt Düsseldorf, also so größenmäßig oder so, es ist jetzt nicht so cool und hip, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde, Wiesbaden ist quasi das, was Bern für die Schweiz ist. Es ist so ein bisschen, ja, wir sind schon ein bisschen dabei, wir sind jetzt nicht so total uncool, es geht schon ein bisschen was ab, aber auch nicht so viel. Das ist so gemächlich und ich finde es mittlerweile ziemlich cool. Also die Mischung zwischen konservativ und Avantgarde so irgendwie so auf der Grenze? Ja, das ist halt, ja, ich finde halt, Wiesbaden ist auch gut angebunden an Frankfurt, wenn man wirklich mal die richtige Großstadt haben will. Besser an Wiesbaden ist die Autobahn nach Frankfurt, oder was? Ja, das kann man ja nicht sagen. Das, ja, solche Dinge habe ich schon mal gehört. Ja, ach was. Aber ich finde es mittlerweile ziemlich gut, aber ich weiß noch, weil als ich anfangs 20 war und damals nach Deutschland gekommen bin, war wirklich mein großer Gedanke, hey, du bist in einer coolen Großstadt, wo der Bär steppt und da fand ich Bern richtig doof, weil da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und mittlerweile, wie gesagt, lebe ich in Wiesbaden, was Bern noch ziemlich ähnlich ist in vielen Dingen, weil ich denke, hey, heute ist das ganz cool. Und heute, wenn ich Bern besuche, finde ich es auch ganz okay. Also ich glaube, es hat sich mit dem Alter ein bisschen geändert. Bist du aus Bern gebürtig oder aus einer anderen Stadt noch? Ich bin aus dem Kanton Bern gebürtig. Ich bin im Gotthelf, Jeremias Gotthelf Dorf aufgewachsen, was das irgendjemand sagt. Schwarze Spinne etc. Kultur. Ja, sicher. Ja, ja. Und das ist halt tiefstes Emmental und habe eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit im Emmental gewohnt, dann noch eine Zeit lang ein bisschen außerhalb, aber eigentlich gebürtig immer Bern, also Kanton Bern. Wie werden die Berner so unter den Schweizern bezeichnet? Die Schweizer sind langsam. Ja die... Ich dachte, sind es nicht die Basler, die so langsam sind? Die Berner sind wirklich die langsamsten. Die Basler sind schon sowieso fast halb Deutsche, aber... Ach ja, natürlich, klar, okay, das zählt schon. Die sind schon, ja. Nee, aber tatsächlich aus sehr langsam und gemächlich und ich würde schon sagen, dass das irgendwo ein bisschen stimmt, so rein vom Dialekt her, es ist ein bisschen langsamer als zum Beispiel Basler oder Zürcherdeutsch, aber auch so von der Lebensart her, es ist so ein bisschen
langsam, wobei dass man auch ein bisschen unterscheiden muss, ob das jetzt jemand ist, der natürlich in der Stadt lebt und einen schnelleren Lebensstil gewohnt ist, oder jemand, der halt im Land lebt und sein, blöd gesagt, seinen Bauernhof hat und täglich dasselbe macht. Ne? Wie hast du es geschafft, diese Langsamkeit nicht anzunehmen? Ich weiß es nicht, von Geburt an. Ich war schon für eine Schweizerin immer sehr schnell und ich habe das Gefühl, seit ich in Deutschland lebe, ist es nur schlimmer geworden. Also es ist, meine Familie meinte dann immer irgendwann mal auch so, hey, du bist voll vergermanisiert, du bist so schnell. Was bist du, voll was? Vergermanisiert. Vergermanisiert. Yeah. Boah. Ja. Das ist das schlimmste Schimpfwort, was ein Schweizer den Kopf werfen kann. Du bist ja voll vergermanisiert. Ja, es ist so, aber es ist, Ich glaube, so deutsch sein ist eigentlich letztendlich das, wofür ich mehr oder weniger geboren worden bin. Ich bin nicht die typische Schweizerin. Und da umso paradoxer war es, dass ich tatsächlich einen Podcast über Schweiz mal gemacht habe. Du willst ja auch in die Niederlande gehen können oder nach Österreich zum Beispiel. Ja. Nein? Ja, nee. Schweden, ja, nee. Ich finde es eigentlich Deutschland toll. Ja, mir gefällt Deutschland. Okay. Ja. Warum nicht? Eine Lanze gebrochen. Och, ist jemand stolz auf dieses Land? Man kann auch das nicht voll sein, was man nicht selber gemacht hat. Okay, das ist meine so hingeworfen. So. Ja. Jetzt hast du ja dann berichtet über diese Art und Weise, also das Leben als Auslandsschweizerin. Ja. Auslandsschweizerin heißt ja, ich bin im Ausland als Schweizerin, ja? So ist genau, das, glaube ich, zu verstehen. Genau, für Deutsche ist es, glaube ich, ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber für die Schweizer macht das voll Sinn, weil jemand, der halt Schweizer ist und nicht in der Schweiz lebt, ist automatisch ein Auslandsschweizer. Und deswegen ist halt auch der Begriff Auslandsschweizer, Auslandsschweizerin eigentlich sehr geläufig. Ja. Und dementsprechend, was, als ich diesen Podcast gemacht habe, ja klar, was bin ich denn? Auslandsschweizerin, ja. In Deutschland sagt man ja dann so Expat oder sowas. Ne? Das ist voll durchgermanisiert. Ja. Und dann hast du davon erzählt, also wie es dir ergangen ist, da in deinen verschiedenen Stationen und mit der lustigen Variante, dass du es einmal auf Berndeutsch war und einmal auf Hochdeutsch und einmal auf Berndeutsch gemacht hast. Genau. Und da auch sehr ruhig gesprochen hast, in der ruhigen Berner Art. Ich hab's probiert, ja. Hat nicht funktioniert. Man hört ihn am besten auf 0,5, dann kommt man ungefähr mit. Nee, also tatsächlich fällt mir das Berndeutsch reden doch ein bisschen schwerer, weil ich es halt nicht mehr tagtäglich mache und auch eigentlich, wenn ich es halt mit mir selbst mache, habe ich halt niemanden, der mir antwortet. Das macht das Ganze so ein bisschen, ja, dann machst du es halt nicht besser mit der Sprache. Du brauchst wie jemand, der dir immer wieder antwortet, damit du dich ans Sprachtempo wieder anpassen kannst. Und das merkt man in meinen Folgen schon an. Ich weiß, dass viele Schweizer sagen, ich kann nicht Schweizerdeutsch. Also schon vergermanisiert Schweizerdeutsch. Genau, ja, genau. Ist nicht mehr sauber. Genau. Aber für die Deutschen reicht es. Und das ist so ein Qualitätsanspruch. Die Schweiz-Simulation reicht für uns. Okay, ja. Wir sind ja genügsam. Wir glauben alles. Wenn Hape Kerkeling holländisch spricht, ist das ja auch sicher klar. Und dann ist es nur Geräusch. Ja. Also ich meine, man darf ja so sagen, in der Schweiz sagen auch viele, dass die Deutschen sowieso keine Fremdsprachen können. Und daher ist es ja auch Das ist wirklich ein dreisprachiges Land hat natürlich einfach mal von Konstruktion an einfach Vorteile. Ne? Ja. Was können wir? Friesisch, Bayerisch, bisschen Hessisch. Ja. Genau. Ja, es bewegt sich, die Bühne, aber es ist nur der Wind, glaube ich, hoffentlich. Gut. Ja. Den machst du aber nach wie vor, diesen Podcast. Der läuft auch nach wie vor nicht mehr so regelmäßig wie vorher, nicht unbedingt mehr in immer Berndeutsch und Deutsch, weil ich oft auch höre habe, die sagen, wenn du Berndeutsch sprichst, verstehe ich überhaupt nichts. Und dann ist es halt irgendwie bequemer, immer alles auf Deutsch zu machen. Ist aber tatsächlich nicht mehr den Podcast, den ich hauptsächlich mache. Soll ich die Überleitung machen oder willst du sie machen? Mal gucken, wo es hinführt. In welchen Keller? Ich mache, geh durch den Keller. Ich mache einerseits seit über einem Jahr mit dem Daniel von Pumpefalter mache ich einen Käsekeller, wo wir Käse probieren. Es ist unser Bilderrätsel geplatzt. Verdammt. Sollen wir es noch zu versuchen? Also wir versuchen das jetzt mal. Wir unterbrechen jetzt hier an dieser Stelle und machen ein Bilderrätsel. Lara, kannst du auflösen, was du auf diesem Bild siehst? Oh mein Gott, Schmetterling, Bär und ist das Bernstein? Nein. Chrom. Er hat das gerade gesagt, sehr gut. Seine chemische. Chrom, aber es kam auch schon aus dem Publikum. Ja. Seid gut. Ich weiß, was es ist. Prima.
Willst du Lara helfen? Lara, willst du den Joker aus dem, ja, ja, bitte, aus dem Publikum? Komm, wer Falter? Oh Gott. Ja, ja. Okay, für die Hörerinnen und Hörer, wir sehen ein aus drei Bildern zusammengesetztes Bild. Links ist das chemische Element Brr, also für Brom. Rechts ist ein Kragenbär und unten ein Schmetterling, den man natürlich auch als Falter bezeichnen kann. Klar, klar. Es könnte jetzt auch ein Chemiebär-Schmetterling sein, aber es ist ein Brombär-Falter. Da sind wir jetzt natürlich bei deinem Podcast-Paten, dem Daniel, genau, dem dieses Bild gewidmet ist. So. Genau. Der hat dich angestiftet, in den Käsekeller zu gehen. Weil Schweizer kennt man ja, Schweizer auch. Ja, wir haben uns da gegenseitig ein bisschen angestiftet. Wir haben wir wollten einen neuen Podcast machen und wir dachten, hey, irgendwie was Spezielles. Und dann haben wir den Käsekeller gemacht, weil wir beide sehr gerne Käse mögen. Und da probieren wir jetzt seit über ein Jahr schon immer wieder mal Käse verschiedener Sorten. Und reden dann fachsemmeln darüber, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Und ich find's sehr erstaunlich, seit ich diesen Podcast mache, habe ich etliche Leute, die immer wieder sagen, hey, das klingt immer so professionell, was du da machst. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Das ist wirklich mit dem Flow gehen und denken, wir kriegen die halbe Stunde schon voll, reden wir nochmal drüber, wie der hat die Konsistenz hat, ob er ein bisschen zu salzig ist oder ein bisschen zu fettig, wir drücken nochmal ein bisschen drauf und beschreiben das. Und das kommt scheinbar an, ja. Schön, sehr das schön. Ich glaube, das ist das Verwunderlichste überhaupt, nur immer noch, dass das ankommt, ja. Also ankommen ist ja sowieso im doppelten Sinne schwierig, weil ihr euch gegenseitig Proben zuschickt, die nicht immer ankommen. Ja, genau, oder in einer Form ankommen, die jetzt für den Genuss vielleicht nicht mehr so geeignet ist. Genau. Warum funktioniert das so schlecht? Fragt uns mal die Deutsche Post. Es ist vergermanisiert, oder was? Nee, tatsächlich muss ich sagen, dass wir jetzt in, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben, 15 oder 16, tatsächlich noch nicht so viele verschimmelte Käse hatten. Zumindest unwollentlich verschimmelte Käse. Schimmelkäse, ne? Ja. Blauschimmelkäse zum Beispiel. Gibt es? Ich darf aushalten, ihr habt 17 Episoden. Danke, so, okay, dann weißt du schon besser. Also ich habe tatsächlich reingehört, ja. Ja, sehr, sehr schön. Freut uns beide sehr. Ich habe vor allem die Stelle, und da musste ich sehr lachen, als Daniel degustierte, also im wahrsten Sinne des Wortes degustierte er ein Stück Käse und dann, das ist ja kernig und ich kann mir das gut vorstellen, eingewickelt in einer hauchzarten Schicht Serrano-Schinken und du sagtest, ja, oder überbacken. Das hat mich hier zerrissen. Ja, ich höre. Käse überbacken ist sowieso das Allerbeste, ist klar. Ja, ich bin da ein bisschen unsensibel. Warum hat denn Daniel dich dann dafür ausgesucht? Ich weiß es nicht. Für das Kernige? Frag ihn. Keine Ahnung. Nee, aber passt schon. Ja. Ich hoffe, ihr seid witzig, muss ich sagen. Ja, danke. Aber mit dem Feedback läuft es nicht so gut, habe ich wahrgenommen. Ne? Ja, wie es... Am Anfang war mehr Käse und jetzt ist weniger Käse. Sie kommentieren nicht so häufig, was sehr schade ist, was wir hier Käsekeller-Zuhörer haben. Kommentiert mal. Sonst essen wir irgendwann wirklich Analogkäse. Der ist ja sogar gesund. Ist er? Mhm. Aha. Es gibt Menschen, die Veganer. Oh. Ja. Ja, gut, ich glaube nicht, dass man veganen Käse per se als Analogkäse bezeichnen will. Selbst wenn das der Fall ist. Nee, aber wenn du Käse haben möchtest, in dem kein Tier drin ist, dann kommst du wahrscheinlich nicht weit. Ja, gut, oder Analogkäse, oder? Ja, aber Analogkäse ist halt negativ konnotiert, ne? Ja, gut. Vielleicht sollte man den Digitalkäse. Naja, gut. Das Besondere am Schweizer Käse sind ja eigentlich die Löcher. Das heißt ja so, da schmecken eigentlich, also eigentlich schmecken nur die Löcher. Und der Rest ist nur Verpackung. Also das ist. Wie kommt das? Warum ist das so? Warum nur die Löcher? Also, aber Schweizer Käse kann man das nicht so generell sagen. Gibt es eigentlich nur den einen Schweizer Käse? Oh, bitte nicht. Komm mal nicht da! Ich finde es ja sehr furchtbar, weil im englischsprachigen Raum... Ich glaube, ich habe Daniel laut lachen hören gerade. Im englischsprachigen Raum wird tatsächlich Emmentaler Käse aus Pauschalas Swiss Cheese bezeichnet. Da gibt es in deren Vorstellung gibt's einfach nur Swiss Cheese, was Emmentaler Käse ist. Okay. Es gibt ja nicht nur einen Schweizer Käse. Das ist der Nussige, oder? Oder ist das der...
der Emmental ist der richtig stinkt. Also ich meine, gibt ja hier, es gibt in Deutschland noch einen Allgäuer Emmentaler. Das ist der, wenn DHL dann so langsam gewesen ist. Der ist ganz mild und der ist total harmlos. Und wenn du dann so einen richtigen Schweizer Emmentaler reinbeißt, das sind Welten so. Aber wir haben alles andere. Wir haben Sprint, wir haben Telesite, wir haben zum Beispiel Schafer Max, hatten wir glaube auch schon mal in der Folge. Stimmt, da habe ich noch gedacht, haben sie jetzt einen dritten Menschen in der Produktion, aber okay, das ja, war dann doch was anderes. Die Pegiment muss man vorwärts machen, die hat auf die Uhr gezeigt. Oh, wir sind noch lange nicht fertig, Peggy. Wir haben doch vorhin überzogen, deswegen haben wir später angefangen. Wir konnten da nichts für, gar nicht. Du bist ein bisschen total ein Gottschalk-Mann hier, meinst du? Ja, wir sind Potsdok, also bitte, komm, Potsdok. Gut, dann lass uns jetzt einen harten Cut machen, damit das mit der Becky kein, also Becky kann ja richtig böse werden. Da habe ich ein bisschen Schiss. Also muss mal gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Was hast du getan, dass du das schon erlebt hast? Nein, ich habe ihr nicht den Namen auf der Visitenkarte abgeschnitten. du hast gerade aber was eingeworfen, was ich DHL gesagt habe. Meinst du DPD oder GLS? Ja, wir sollten einfach noch andere Dienstleister nennen. Ach, auch andere. Fotopost ja. Und... Ja. Ja. Habe ich Fotopost gesagt? Warum? Fotopost. Herr Iftar? Also gut. Schön war die Bemerkung auch von Daniel, dass doch derjenige, der als nächstes mal Kommentare für den Käsekeller schreibt, doch bitte erstmal die Spinnenweben aus dem Formular herausfegen soll. Großartig. Ich liebe Daniels Wortwitz immer wieder aufs Neue. Jetzt hast du aber noch ein Projekt gestartet. Das startet morgen. Wir sind also quasi... Vorpremiere, ja. Genau. Wir machen die Vorpremiere, genau. Genau, das ist die also ihr kriegt morgen die exklusive Vorpremiere. Und da habe ich jetzt noch nicht so richtig viel von verstanden, außer es geht um uns, also die Menschen. Ja. So heißt das auch, Hashtag Mensch. Mhm. Und ihr startet, aber ihr habt schon alles fertig. Das ist mehr sehr ungewöhnlich. Mehr oder weniger, ja. Also ja, wie viel weniger? Ich denke, es ist alles fertig. Moment, lass mich überlegen. Bam, 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 bam. Wir haben... 15? 9... Moment, 9 von 11 haben wir. 9 von 11 Folgen haben wir fertig. Und genau. Es gibt auch nur 11 Folgen. Ihr wisst, dass ihr nur 11 Folgen macht. Also in der ersten Staffel, ja. Das ist erstmal der erste Run quasi, ja. Okay, eine Fußballmannschaft. Kennen die dann alle gleichzeitig veröffentlicht oder nacheinander? Nee, nacheinander. Wir sind nicht Netflix. Noch nicht. Nein. Also tatsächlich sind wir schon sehr lange in Vorproduktion. Also die erste Idee war im Dezember letztes Jahres. Dann habe ich, da war aber noch die Idee für ein Hashtag Mensch, war mehr oder weniger damals eher so ein Podcast über Liebe und wie das Sexualität und Dating war damals so ein bisschen der Punkt. Und da habe ich dann nochmal über... Dann kommen die anderen und haben euch das Thema geklaut. Nee, tatsächlich ist das ursprünglich aus einer Idee entsprungen, aus einem Podcast, weil ich mal über eine Sexologin geredet habe und ich da so dachte, das ist eigentlich doof, dass in der Podcast-Landschaft, wenn es über Liebe oder weiß Gott was geht, immer über Sexualität geht, dass es immer so vulgär ist. Und dann habe ich so gesagt, warum kann man das nicht auf einem normalen Niveau besprechen, ohne dass es gleich Bio-Unterricht ist, aber... trotzdem immer noch so ein gewisses Niveau hat. Daraus hat sich dann diese Idee entwickelt. Da habe ich aber dann im Januar nochmal darüber nachgedacht, fand dann so, es ist ein bisschen zu einseitig. Und daraus habe ich dann das erste Konzept geschrieben, woraus dann Hashtag Mensch geworden ist. Und zwar ist Hashtag Mensch der Podcast, wie man immer so schön sagt, der Podcast, der dich thematisch von der Wiege bis ins Grab begleitet. Das heißt, das sind alle möglichen Themen, die halt das menschliche Leben betreffen können. Das kann, klar, kann es Liebe sein, aber es ist auch Familie, Kinder, es ist das Alter. Und aus diesen Themenbereichen haben wir dann verschiedene Folgen jetzt gestaltet. Wie gesagt, wir haben im Januar angefangen, dann im März mehr oder weniger habe ich einen Aufruf gemacht für Moderatoren. Da habe ich die Castings gemacht, dann haben wir so März, April angefangen mit der Vorproduktion. Das hat sich so ein bisschen, teilweise ein bisschen hingezogen, weil halt man musste Gäste finden, man musste ein Team finden und das musste alles abgeklärt werden. Und ich glaube seit, ich weiß nicht, Mai oder Juni werden die ersten Folgen produziert. Und wie gesagt, 9 von 11 stehen jetzt mittlerweile. Und wir gehen am 31. August offiziell an den Start. Alle zwei Wochen kommt eine Folge heraus. Und das ist zu verschiedensten Themen, die man sich vorstellen kann.
Und wo nimmst du die Themen her? Ich meine, der Begriff Mensch ist ja wirklich, ja. Ne, wo du sagst, von der Wiege bis zur Bahre, oder von der Befruchtung bis zur Bahre, genau, wenn man genau, so will, ist genau. Ja nun wirklich sehr, sehr umfangreich. Ja, und wie hast du die Auswahl getroffen? Also wir haben die gemeinsam getroffen im Team. Wir waren ursprünglich Wer ist Team? Team waren ursprünglich 12 Leute, mittlerweile sind es nur noch 9. Wir sind zu 9. Okay. Das heißt, wir haben verschiedene, immer zwei Teams gehabt, die gesagt haben, hey, ich möchte gern dieses Thema machen, lass uns gucken, ob wir irgendwie einen Gast finden. Und dann wurde geguckt, wurde ein Gast gefunden, super Aufnahme gemacht, teilweise muss es das Thema nochmal ändern. Ja, wir haben halt gesagt, meine Grundidee war halt, ich möchte gerne einen Podcast haben, den man wirklich weit entwickeln kann, wo man sagt, wir haben kein festes Thema, wir wollen auch nicht unbedingt ein Podcast sein, den man von A bis Z durchhört. Also nicht der auch wirklich per se nicht die typischen Podcast-Hörer anspricht, sondern auch Leute, die nicht unbedingt Podcast hören, sondern die vielleicht sagen, hey, oh, das Thema interessiert mich, da möchte ich jetzt reinhören. Also es ist weniger dieses Folge zu Folge zu Folge, sondern vielleicht mal die 4. Folge, vielleicht mal die 7. Folge, weil es genau das Thema ist. Oder vielleicht auch für die Leute, die extrem großes Interesse haben. Viele Leute sind ja auch oft sehr vielseitig interessiert und sagen, hey, das ist ein toller Podcast, da geht es jetzt nicht nur um Technik oder nur um Reisen, sondern da geht es um alle möglichen Sachen. Und das Kriterium ist wirklich so, solange es quasi in einem menschlichen Leben passieren könnte, dass das ist, darüber können wir reden. Deswegen haben wir einen extrem großen, vielfältigen Podcast. Mhm. Aber warum dann nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, so wie Sebastian das gerade überlegt hatte? Weil, ja, da hat man ein bisschen länger was davon. Ich hab mir diese Frage tatsächlich nie gestellt, weil das halt auch nicht unbedingt so typisch ist auf einmal. Zudem wir dann auch sagen könnten, okay, wir müssten viel, viel schneller, viel, viel mehr noch nachproduzieren, weil wir möchten halt wirklich im Fluss bleiben. Haben wir uns gesagt, so okay, alle 2 Wochen finden wir ordentlich, weil wir haben ungefähr so eine Laufdauer, abhängig von Folge, von eine Dreiviertelstunde bis auch mal so 90, 80 Minuten, ist glaube ich das längste bisher. Und dementsprechend, ja, hat jeder mal so 2 Wochen Zeit, das zu hören oder nachzuhören oder wie auch immer. Oder wie gesagt, er hört nur selektiv. Podcast im großen Team zu produzieren, ist ja eine ziemliche Herausforderung. Ja. Also der ohne Kuh da hinten, der kann ja ein Lied davon singen. Ja. Und hat er ja auch schon ein paar Mal getan, wie man das, also so, wie man diese unterschiedlichen Ideen auf der einen Seite, aber auch die Beiträge müssen ja irgendwie koordiniert werden und so weiter. Wie hast du es gelöst? Ich bin quasi die Produzentin des Podcasts. Ich habe die ganzen Management-Sachen gemacht. Ich war auch in insgesamt 5 Folgen jetzt dabei. Also habe auch moderiert. Wir haben das wirklich gelöst, indem wir haben einen Slack aufgemacht. Ich habe versucht, die Leute alle zu koordinieren. Wir haben versucht, Teams zu bilden, die dann gesagt haben, ich möchte gerne dies und jenes Thema machen. Das haben sie dann gemacht. Ich habe dann geguckt, hey, wie läuft's? Haben wir mal nachgefragt, wenn es gehakt hat, etc. Und habe auch alles andere, quasi die ganze Infrastruktur geschaffen und Social Media und so. Und dementsprechend hatte ich relativ viel zu tun. Und es ist die größte Herausforderung meines Lebens gewesen. Also ich muss sagen, es ist eine absolut tolle Herausforderung gewesen, aber es ist auch eine gewesen, die manchmal sehr, sehr schwer war, wo ich so dachte, aber ich habe noch nie so viel gelernt in meinem Leben wie in diesem Podcast als Produzentin. Was muss denn passieren, dass es eine Staffel 2 gibt? Die wird es auf jeden Fall geben. Oh! Du willst dir das nochmal antun. Ich will mir das klang gerade nämlich eher so nach dem, ja, ist es vorbei und gut, nee, gut dass nee, es vorbei ist. Nee, nein. Nee, das nicht. Also ich habe es, wie gesagt, es ist zu sagen, es ist immer alles super, ist das eine, aber wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Nee, also es ist natürlich immer ein Prozess, wo du auch dran wachsen musst, wo wir auch dran wachsen müssen. Wir werden auf jeden Fall eine 2. Staffel machen. Wir werden sicherlich auch, denke ich, von Formaten was auch mal ändern. Mal schauen, ob wir vielleicht, was ich schon mal mit einem Teammitglied besprochen haben, dass wir zum Beispiel eine Reportage machen, anstatt ein Gespräch. Das werden wir sicherlich machen. Und es wird sicherlich auch nochmal einen Aufruf geben, dass Leute sich wieder beteiligen können am Podcast. Und so bist du auch in die Crew gekommen, indem du einen Aufruf im Sendegate, glaube ich, gemacht hast, ne, oder? Ja, genau. Ich habe ein Sendegate und in diversen anderen auf Social Media habe ich Twitter, Facebook etc. habe ich Leute angeschrieben und habe es gesagt, hey, hier habe wirklich so mehr oder weniger ein Stellenangebot geschrieben und ich habe tatsächlich wirklich Bewerbungen gekriegt und das war wirklich gruselig. Ich dachte das erste Mal, jetzt bin ich wirklich erwachsen. Jemand schreibt mir eine Bewerbung. Und mit Gehaltsvorstellungen? Ja, nein, leider nicht. Das können wir leider nicht. Wie leider nicht? Hättest du denn was zum Vergeben?
Das also für die zweite Staffel alle mal hören. Das können wir leider noch nicht bieten, nein. Aber tatsächlich, ja, hatte ich relativ viele Leute, die sich dafür interessiert haben, haben mit vielen gesprochen und sind eigentlich, einige sind auch wirklich ins Team gekommen. Und das ja, hat gut geklappt und das wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Ist das ein Hobbyprojekt, ein Amateurprojekt oder hast du da irgendeine Perspektive, da vielleicht auch mehr also so professionell einzusteigen? Also ja, also einerseits... Ja, wie ja, das war eine Oder-Frage, da kannst du mit Ja antworten. Grün oder Blau, ja. Also es ist bisher ein Hobbyprojekt, aber ich bin halt Studentin, ich habe halt auch verdammt viel Zeit, gerade in Semesterferien und... Das verkneife ich mir jetzt. Und dementsprechend konnte ich da auch ganz viel Zeit investieren, was vielleicht über das normale Hobby hinweggeht. Auf jeden Fall möchte ich selbst, wie gesagt, ich mache einen Medienstudiengang und ich möchte auf jeden Fall, für mich ist Podcasten ein wichtiger Teil meines Lebens und ich werde es sicherlich auch, ich weiß nicht in wie vielen Stunden, auf jeden Fall auch nach dem Bachelor weitermachen und ja, und das auf jeden Fall ist das Hashtag Mensch soll ein Projekt sein, was auch groß ist. Also es soll auch wiedererkannt werden, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, dass wir in 2 Jahren bei den iTunes-Charts ganz oben sein müssen. Das ist nicht. Wir gucken mal, wie es einfach funktioniert. Wir warten mal ab, wie die Leute reagieren. Und ja, wir schauen dann einfach da weiter. Weil die Menschsein, die Facette Menschsein, die ist ja so unendlich groß. Ich bin echt neugierig auf die Themenauswahl, die ihr dann getroffen habt und vor allen Dingen auch, wie ihr das Ganze aufbereitet. Wir werden morgen also jetzt ist ja quasi, wir machen mal so ein bisschen Meta darüber. Mhm. Morgen ist tatsächlich der Startschuss von etwas, was dann im Ende August, glaube ich, richtig losgeht. Genau, ne? Was wird uns morgen erwarten? Also morgen kriegt ihr aus 3 Folgen kriegt ihr quasi ein Amuse-Bouche, so mehr oder weniger Ausschnitte mit den jeweiligen Moderatoren. Ich hatte nämlich das Glück, dass 2 Teammitglieder auch hier sind, jetzt beim Podstock. Und die werden so ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu diesen Folgen kam, wie sie überhaupt zum Podcast... zum Podcast gekommen sind, zum Hashtag Mensch gekommen sind und ja, ich werde jetzt ein bisschen quasi auch, ich werde auch ein bisschen erzählen, was in der ersten Staffel geht, was euch so ein bisschen erwartet und einfach so ein bisschen einen Ausblick geben, damit die Leute dann am 31. August sagen können, hey, das möchte ich gerne hören oder nee, ist nicht mein Fall. Auf jeden Fall so ein bisschen andiesern, so ein bisschen ja, zufüttern und sagen, hey, das könnt ihr euch erwarten. Okay, das wie viel Uhr morgen? 11. 11 Uhr hier auf dieser Bühne? Jo. Okay, also alle wiederkommen, 11 Uhr auf dieser Bühne. Wenn wir keinen Ärger mit der Becky bekommen, würde ich das Gespräch tatsächlich langsam ein bisschen zu Ende bringen. Obwohl ich mich gerade warm geredet habe und tatsächlich meine Neugier wächst, aber wir müssen auch noch auf die Termine kommen. Genau. Nur vorher möchten wir noch eine Sache, Sache klären. Ich las letztens einen Tweet, da hattest du ein amtliches Dokument fotografiert und das war ein Antrag, wenn ich das richtig deute, ein Antrag auf Einbürgerung. Genau, das ist richtig. Was hast du vor? Ja, ich werde eingebürgert. Du bist also, Deutsche werden? Ich werde definitiv Deutsche, weil es ist positiv quasi... Ist schon beschieden? Ja, schon nach 3 Wochen. Das habe ich übrigens noch nie erlebt. Behörden nach 3 Wochen habe ich vor 2 oder 3 Tagen habe ich einen Brief gekriegt. Ja, wurde positiv entschieden. Ihre Einbürgerungsurkunde wird an Ihren Wohnort geschickt und ja... Gratulation. Ja, also. Würde ich auch sagen. Also von einem Schwecksit war ja auch nie die Rede. Also von daher, warum die Eile jetzt sozusagen? Ne? Nein, also immer. Also mal, ja, also es kann ja gar keinen Schwecksit geben, weil die Schweiz ja nicht in der EU ist. Also für mich ist einerseits, wie gesagt, ich lebe gerne in Deutschland, ich bin gerne in Deutschland und ich möchte auf jeden Fall. Keine Fakten kommen. Also wirklich. Wer braucht die schon noch? Nee, aber auf jeden Fall, ja, ich möchte auch gerne hier ein Mitbestimmungsrecht haben und für mich ist das ganz klar. Ich kann ja auch Doppelstaatsbürgerin sein, werde ich auch sein und dementsprechend waren es meine 8 Jahre um und nach 8 Jahren kann man sich in Deutschland es gibt eine Anspruchseinbürgerung, da kann man quasi eine Einbürgerung stellen und wenn man beweisen kann, dass man 8 Jahre da war, keinen Mist angestellt hat, etc., dann... Was wolltest du? Ja, ich habe keinen Mist angestellt, ja, und ich war 8 Jahre da. Und bin der deutschen Sprache mächtig, also ja. Ja, das haben die Berner ja schon gesagt. Das ist ja, was du da redest, ist kein Schweizerdeutsch mehr, von daher muss es ja irgendwas anderes sein. Genau. Genau. Musstest du denn einen Einbürgerungstest machen? Tatsächlich nicht, weil ich ein Abitur habe. Was? Ja, du musst tatsächlich keinen Einbürgerungstest machen, wenn du einen Schulabschluss hast in Deutschland. Und deswegen musste ich auch keinen Sprachtest machen. Boah,
Ich habe mich mal mit dem Thema Einbürgerungstest ein ganz kurzes Moment beschäftigt. Ja. Habe ihn tatsächlich dann auch gemacht, den es da so online gibt. Und man braucht nur 13 von 30 Punkten und ich wäre gerade so eingebürgert worden. Glück gehabt. Aber was ich festgestellt habe, es gibt Einbürgerungstests für jedes Bundesland extra. Ja. Also da wird immer so ein Block allgemeine Fragen und dann kommen spezielle Fragen. Mhm. Und wir haben so ein paar von Hessen vorbereitet. Oh Gott. Gut, muss ich den nicht wirklich nehmen. Oh. Wir machen jetzt nur drei, würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit. Wir haben dir dann auch was zum Gewinnen mitgebracht. Okay. Leckeren Babybel. Weißt du übrigens, wie die diese Wachsfolie da drumherum kommt? Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe letztens eine Doku gesehen über die Herstellung von Babybel. Fand ich total faszinierend, weil ich dachte, das ist so eine dicke Wurst. Und dann werden einfach so Stücke abgeschnitten. Mhm. Nein, die haben lauter einzelne kleine Förmchen, wo sie da diese Tunke da reintun und dann reift das da so vor sich hin. Die machen mit den kleinen Dingern genau das gleiche wie mit den großen. Das ist völlig irre. Und dann kamen sie an die Abteilung, wo diese Wachsschicht drumherum ist und da durften sie nicht filmen. Das ist das große Geheimnis von Babybel, wie diese Wachsschicht drumherum kommt. Sollte das irgendjemand in den nächsten Tagen rauskriegen, ich habe ein großes Ohr dafür. Ich würde wirklich gerne wissen, wie das geht. Aber das Kamerateam wurde tatsächlich rausgeworfen. Nein, an der Stelle nicht. Das muss das große Geheimnis sein. Ich wage ja nur, das zu benutzen, weil ihr das im Käsekeller erwähnt habt. Ich hätte ja nicht gedacht, das ist ja so... Ne, Kinderkäse. Ja, aber mit Maggi schmeckt das dann doch schon. Oh. Ganz tapfer. Ich übergebe jetzt mal an den Showmaster zu meiner Linken, Lars. Übrigens, was ich mir einfiel, viele Worte, was man ganz hart gar nichts damit zu tun, viele Worte wären ja viel schöner, wenn man sie mit M beginnen würde. Ne? Okay. Stell dir mal vor, Hildesheim würde Mildesheim heißen, wäre es nicht schön? Ich bin da ziemlich unentschieden. Oder Lars würde Mars heißen. Ne? Nee, der Raumfahrt. Oder Martin würde Martin heißen. Okay, die Idee hat Grenzen irgendwie. Oh, Mara und Memastian. Was? Oder Modstock. Modstock. Modstock ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt also nach Hessen, Messen. Ja. Messen, Hessen. Zur Mainbürgerung. Mach mal. Mach mal. Okay, du willst aber noch erklären, was wir jetzt tun, oder? Ja, also beim Einbürgerungstest ist es so, das ist so eine Multiple-Choice-Geschichte. Mhm. Da bekommt man also Fragen. Im ersten Teil halt allgemeine Fragen. Was weiß ich, wie heißt die Bundeshauptstadt oder so. Und dann gibt es im hinteren Teil gibt es dann speziell auf das Land, wo man eingebürgert werden möchte, spezielle Fragen. Ich denke, du willst nach Hessen eingebürgert werden. Wir haben mich jetzt hessische Fragen vorbereitet. Ja, ja, ja. Ich lebe ja auch in der hessischen Landeshauptstadt. Ja, aber kann ja sein, dass du nochmal umziehst. Friesland ist auch schön. Das glaube ich gerne. Ja. Das glaube ich gerne. Die reden noch langsamer. Zweite Chance fürs Ruhrgebiet. Ja, für oder so. Versuch's mal in Bochum. Ich weiß nicht. Okay, Lars, drei Fragen aus dem Stand. Oder drei so? Fragen aus dem Stand. Ja. Welche Farben hat die Landesflagge von Hessen? Blau-Weiß-Rot, Rot-Weiß, Schwarz-Gold, Grün-Weiß-Rot. Ah, yes! Was war nochmal das Erste? Das Erste war Blau-Weiß-Rot. Cyan, Orange. Entschuldigung. Gab es noch irgendwie, also es hat auf jeden Fall Blau. Weiß es irgendjemand? Nur Blau-Weiß. Ja, auf jeden Fall blau-weiß. Jemand weiß es, super. Ja, da wird geschnipst. Der kommt nicht dran. Ja, es ist doch mit dem Löwen drin. Ich habe das heute auch gesehen auf der Autobahn. Blau-weiß-rot, oder? Oh Gott, bin ich. Du kannst den Joker ziehen, wenn du möchtest. Wer hat denn da überhaupt? Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich seh die meisten Leute nicht mehr in der zweiten Reihe. Ist das der Ludger? Ludger, du kennst dich aus? Komm, hilf mal. Sag mal was. Ja, ich würde sagen, eins. Blau-weiß. Hast du es auflösen können? Ich habe es nicht verstanden. Magst du einmal hier reinsprechen? Oder jedenfalls so laut, dass wir es hören können? Oh, wer hat denn diesen Stuhl gemacht? I think it's blau-weiß-rot. You think it's one. It's blue-white-red. Okay. Dann bleibe ich auch bei dieser Wahl. Deutsche können doch Fremdsprachen. Kannst auch noch zumindest mal hier gucken. Ist richtig? Nö. Komm hier, Trost. Ludger. Ludger. Trostkäse. Ein Trostkäse. Yeah! So, was ist die richtige Lösung? Die offizielle Antwort ist rot-weiß.
Das kann man sich ganz einfach merken. Ja. Rot-Weiß-Hessen. Wobei das Landeswappen... Ich hätte jetzt Pommes-Rot-Weiß. Ich würde sagen, das ist doch blau. Das Landeswappen ist ja tatsächlich blau-weiß-rot. Hier steht Landesflagge. Ja, genau. Flagge. Vielleicht Wappen kam das... Ja, das ist natürlich... Das ist klar. Ich möchte den zweiten Babybell haben. Ja, nächste. Yes! Wofür war der jetzt? Für das Wappen. Das Wappen ja, genannt. Ja. Also das... Hallo... Was ist denn das für eine Korinthenkackerei? Was ist das für eine Korinthenkackerei, wo du uns an den Kopf gebrochen? Sehr schön. Ja. Bist du bereit für eine zweite Frage? Ja, bin ich. Ja, Lara ist belastbar hier. Welches ist ein Landkreis in Hessen? Ammerland, Altötting, Prignitz, Main-Taunus-Kreis? Ah, Main-Taunus-Kreis. Das war... Wow. Käse. Super, der gehört dir. So. So, mal ein bisschen hier... Die Landeshauptstadt von Hessen, das hatten wir ja schon. Düsseldorf. Nee. Bitte? Ich war ganz. Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin in Hessen? Erster Minister, erste Ministerin, Premierministerin, Bürgermeisterin oder Ministerpräsidentin? Wie, was, wenn? Die war? Da steht's. Wie nennt man den? Ja, die Lösung ist unterstrichen. Wir müssen aufpassen. Hier. Ich sehe ja sowieso nein, nicht. Ich kenne nur das Großgeschriebene. So. Regierungschef. Also Chefin der Regierung. Ich rate mal Ministerpräsident. Sehr richtig. Boah. Käse. Super. Hab's vermutlich irgendwo mal gehört. Das mit diesen Jahren, das war doch interessant. Das hat mich total schutzig gemacht. Dies oder das? Das erste, da oben. Für wie viele Jahre wird der Landtag in Hessen gewählt? 3, 4, 5 oder 6? Also auf jeden Fall dieses Jahr? Hier? Ja, ich habe nachgeguckt. 28. Oktober ist es nämlich. Ist das 2018? Wann wird das nächste Mal gewählt? 28. Oktober dieses Jahres. Ja, und dann danach? Gut, der ist jetzt, wir tun jetzt so, als wären wir da schon und dann danach? Das wäre ja dann 18. Es irritiert mich gerade, weil ich habe mal gehört, die hätten nämlich eine Abstimmung geschoben. Ich weiß nicht, es müsste eigentlich 4 Jahre sein. Es sind doch immer 4 Jahre. Das habe ich auch gedacht. Und? Es sind aber 5 vermutlich. Ja. Dann kriegst du den Käse trotzdem. Das sind die, ne, da in Hessen haben die Dinge eben Bestand. Ja. Da liegt das neumodische Schnickschnack da. So, dass 5 Jahre sind, nur im Bund sitzt ihr. Genau. Was? Das ist fast ein Landtag so, nicht in einem, aber in 5 Jahren. Okay. Im Bund sitzt oh Gott. Vier. Ich bin froh, wenn sie mich nicht wieder ausbürgern. Oh mein Gott. Ja, ist ja ein Thema. Naja. Du musst dann nach Friesland. Och, wie war das noch? Wie viele Fehler kann ich noch machen, bitte? Also ich hätte nichts gegen Friesland, so ist es nicht. Es ist ein schönes Land. Auch schön flach, keine Berge. Ja. Ja. Dann sehen wir uns auch. Ja, genau, dann kann ich dir so winken. Liebe Lara, ganz herzlichen Dank, dass du uns so schön von deinem Podcast erzählt hast, von den dreien jetzt, die Deutschpunkte. Haben wir irgendeins vergessen? Haben wir irgendwas unter den Tisch fallen lassen? Nö, das sind aber 3 Stück, genau. Gut, 3 Stück, davon haben wir gesprochen. Wir, Becky, ne, bevor die uns hier von der Bühne fegt, ich würde gerne noch eben die Termine der nächsten Zeit mitnehmen. Wir machen auch immer so ein bisschen... Service, also neben dem Gespräch versuchen wir immer so ein bisschen Service zu machen. Also was hat es an technischen Themen gegeben? Gibt es irgendwelche technischen Sachen oder... So ein bisschen Schnibbelkram habe ich zusammengeschrieben. Den wir aber kürzen könnten. Das war sowieso nicht viel. Dann können wir es auch streichen. Ja, also... Seien Sie Zeuge der Redaktionskonferenz des Sendegarten. Ist es zeitlich relevant? Ist es relevant? Ist es dringend? Also, es gibt dieses Jahr keine Subscribe mehr. Die gibt es nächstes Jahr im März. Okay, dann wurde vom Podcastverein der Ablauf des Podcastpreises des nächsten kundgetan unter podcastpreis.de oder podcastverein.de oder so. Irgendwo kann man da die Infos nachlesen. Also ein bisschen mehr Präzision jetzt aber hier irgendwo. Hätt's mich nicht. Und Apple geht jetzt gegen Keyword-Spamming in iTunes vor, dass man also die Autoren und sowieso Felder eben nicht mit irgendwelchen Keywords vollballern soll. Da gab es eine Info von Podigy bei Twitter. Wie, da darf ich nicht mehr Müller reinschreiben, wenn er Müller heißt, oder was? Du sollst nicht irgendwelche Keywords in... Ja, aber Müller ist doch ein Keyword, oder nicht?
Du meinst ja jetzt nicht ernst. Du willst jetzt nicht deinen Namen Martin Rützler mit irgendwelchen Metatext über deinen Podcast vollstopfen, sondern okay. Du heißt Martin Rützler. Und nicht Martin Rützler Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Du bringst mich auf Ideen. Gern geschehen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Da müsste ich noch tanzen lernen. Okay. Weiter. Wieso soll ich jetzt was vorlesen? Ja, lassen wir den Jingle aus und kommen zu den Terminen. Ja. Wenn es einfacher ist, ja. Wenn du den Jingle noch jingeln kannst. Also irgendwo in den Untiefen dieses Rock'n'Roll. Kommen wir zu den Terminen für die nächsten ungefähr 3 Monate im Podcast-Land und da schalte ich wie immer zu meinem bewährten Kollegen Lars. Das war sehr konsequent. Die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Sendegate. Das ist ein Wiki. Dort können also Termine auch nachgetragen und editiert und vervollständigt werden. Wer das tun möchte, dann taucht das hier. Bitte? Kein Mickey. Ich habe ihn totgeritten. Ich halte jetzt den Mund. Okay. Irgendwas fliegt hier. Das Niveau. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist uns gerade davon geflogen. So, fangen wir mal an mit den Terminen. Von der ersten Veranstaltung haben wir heute schon ein kleines bisschen was mitgekriegt. Von heute bis zum 19. August gibt es das Modstock. Da geht es um Modcast, Mestival und Marcamp. Und das Ganze findet statt in der Multurherberge in der Nähe von Mahlfeld. Nicht weit von Lenes. Jetzt geht's nicht mehr. Supermaß. Ja, weitere Infos gibt es unter podstock.de. Maiko nur. Ja. Oh, meine Güte. Man kommt nicht mehr raus. Das ist eine. Hörst du jetzt aus? Weiter geht's dann vom 8. bis zum 15. September. Da gibt es wieder die digitale Woche Miel. Im Rahmen dieser Woche soll es dann am 15. September wieder einen Podcast-Tag geben. Und da gibt es dann Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Und im Internet kann man natürlich da vieles weiteres drüber nachlesen. Am 30. September ist dann wieder der International Podcast Day. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen. Wie das funktionieren soll, wie man sich beteiligen kann und alles weitere, das erfährt man im Web unter internationalpodcastday.com. Dann treffen sich die WissenschaftspodcasterInnen auch wieder, dieses Mal in Kiel. Das Treffen heißt Ganzohr und findet statt vom 28. bis zum 30. September. Weitere Infos gibt es unter wissenschaftspodcasts.de. Habe ich? Ja, ich habe Kiel gesagt, ne? Ja, Wien. Wien. Das ist ein Running Gag, das hast du beim letzten Mal auch schon gemacht. Ist das letzte Mal auch schon passiert? Ja, das ist diese Vokale hintereinander. Kiel, Wien. Das ist tückisch. Ja. Klar, tückisch. Hier steht Wien. Das ist ja wie Röschenhof. Ich kann nur nicht lesen. Röschenhof. Röschenhof. Nein. Ölberg. Ölberg. Wie war das noch? Ölbauturm. Ja. Bei der Explosion einer. Also radiopan.de, das ist ja, also genau. Nur dazu Aufklärung. Köstlich, sehr köstlich. Da werden auch solche Sachen wie Kiel und Wien verwechselt. Nicht in Kiel und nicht in Wien, sondern in Essen. Da gibt es dann wieder das Podcaster-Treffen Podruhr und zwar dieses Mal am 5. Oktober, wie immer im Unperfekthaus und wie immer fängt es um 19 Uhr an. Weitere Infos dazu gibt es unter podruhr.de. Da sehen wir auch den Hanno vielleicht wieder. Bitte? Den Hanno sehen wir vielleicht da wieder. Ah. Von den sibyllinischen Neuigkeiten, alle mal reinhören. So eine Art Setzling. Machen heute keine. Entschuldigung. Mause beendet. Manke Müll. Am 20. Oktober wird gefeiert. Der Podcast Omega Tau feiert sein 10-jähriges und das Ganze gibt es in Frankfurt am Main. Da gibt es ein Hörerinnen-Treffen, Vorträge, Essen und Party. Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit, das Senckenberg Naturkundemuseum zu besuchen und alles, was man wissen muss, findet man unter omegataupodcast.net. Und ich habe heute gelesen, da war ja so ein bisschen ein kleiner Vorbehalt noch gewesen, ob man genug Leute zusammenkriegt. Heute kam bei Twitter die Meldung, es sind genug Leute zusammen, es findet definitiv statt.
Es gibt aber eben noch Karten, man kann also noch teilnehmen und auch bei der Führung im Naturkundemuseum kann man sich auch noch anmelden. Als nächstes habe ich Bits und So, Hashtag 500-600. Das Ganze findet statt am 21. Oktober in München im Freiheits. Los geht's um 14 Uhr, das kann sich aber auch noch ein bisschen verschieben. Auf der Webseite unter www.bitsundso.de kann man sich da aktuell halten. Und am Schluss habe ich noch den Pottäppler Workshop-Tag. Der ist am 17. November von 9 bis 18 Uhr. Da habe ich allerdings noch keine weiteren Infos gefunden über das Was und Wo. Da muss man einfach mal ein bisschen beim Sendegeld ein bisschen weiter stöbern. Wie gesagt, im Terminwiki gibt es weitere Links zu allem, was man wissen muss und genauere Adressen und so weiter. Und das wäre es für dieses Mal mit den Terminen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Lars. Wunderbar. Senckenberg-Museum muss ich dran, ich war da schon mal und man kann tatsächlich unten im Eingangsbereich unter einem echten Dinosaurier-Skelett so herumlaufen. Das ist, wenn man sich vorstellt, wie alt das Zeug da ist, was da steht, so hat ein kleines bisschen Ehrfurcht in mir erzeugt. Kommt man sich plötzlich wieder jung vor? Das war's, jetzt weiß ich es. Ja genau, ich kam mir plötzlich wieder jung vor. Das war jetzt gar nicht auf dich gemünzt. Nö. Nee, ich muss da mal hin, denke ich. Versteh schon. Okay, du musst da hin. Wir müssen auch von der Bühne. Ich danke ganz herzlich allen, die da gewesen sind, allen, die hier zugehört haben, aber ganz besonders natürlich der Lara, der Auslandsschweizerin. Ja, das passt ja dann irgendwie demnächst nicht mehr. Die Inlandsdeutsche klingt aber auch doof irgendwie, ne? Nö, also Auslandsschweizerin werde ich für die Schweizer auf jeden Fall immer sein. Ich bin halt auch Deutsche, nebenbei. Ja. Ja, warum auch nicht? Vielfalt ist alles, genau. Alles geht auch gut zusammen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Morgen um 11 Uhr genau. Gibt es weitere Informationen zu Hashtag Mensch. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Also, ihr müsst euch überraschen lassen. Ja, genau. Das wird spannend. Dankeschön an Sebastian, der hier die Stellung gehalten hat die ganze Zeit. Vor allen Dingen, dass du den Kabelbaum so brav gebaut hast. Ganz genau. Großes Lob. Also ich habe ihn ja nicht gebaut, sondern nur doch restauriert sozusagen. Ja. Das ist eine regelmäßige Aufgabe. Ja. Das wieder instand zu setzen. Okay, das wird meine regelmäßig zu jeder Sendung. Muss ich den jetzt mitnehmen? Nein, immer nur zu Potsdok. Achso, okay. Einmal im Jahr. Das kriegen wir hin. Ja? Ja. Okay, vereinbart. So, bitte was? Und auch an den Weltraumexperten an meiner Seite. Lars. Hast du eigentlich gemerkt, dass Astronomie und Gastronomie total eng verwandte Worte sind? Ja. Ja, das ist irre, ne? Ja. Wusstest du das? Oh, eine Pottnisse. Ja, damit wollte ich eigentlich enden. Danke für die Ablenkung. Ich wollte sagen, wir haben ja Spinnen und so weiter, alles um Pottnissen. Vorhin kam noch die Frage, wo sind schon eine. Zwei? Okay, wir verlassen dann mal dieses... Becky droht mit einem Mob. Okay, mit einem Mob, mit einem Wäschemob. Alles klar, das ist der Sendegarten. Wir versuchen alle 14 Tage zu senden. Jetzt hatten wir im Sommer ein bisschen ein größeres Loch. Wir werden weiterhin spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einladen, so wie heute die Lara. Ganz herzlichen Dank nochmal. Hashtag Mensch, Auslandsschweizerin und den Käsekeller nicht vergessen, denn da gibt es so leckere Sachen, wie hier verpackt ist. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. Da kommt der Spruch. Sie meint es echt. Sie wurde gesagt, uns von euch von der Bühne fegen. Ja. Wurde mir ein Besen gerutscht. Sehr gut. Die können doch tatsächlich jetzt um 7:15 anfangen. Ist doch alles richtig.